Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in der Straßenbahn und hören, wie sich eine Frau und ein Mann, Elena und Fabian, über das Wochenende unterhalten. Hey Fabian, na, wie war dein Wochenende? Hallo Elena, ganz okay. Wir haben gar nicht so viel unternommen. Meine Freundin war fast nur im Büro. Sie musste noch eine Präsentation für Montag vorbereiten. Aber am Samstagabend waren wir im Kino. Man kann ja nicht nur arbeiten. Und bei dir? Bei mir war es super. Ich war mit meiner Schwester von Freitag bis Sonntag in den Bergen. Den ganzen Tag nur wandern. Da ist man am Abend ganz schön müde und erschöpft, kann ich dir sagen. Aber man kann so richtig abschalten und vergisst den Alltag komplett. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wo habt ihr da geschlafen? Also gute Freunde von meiner Schwester haben ein kleines Haus in den Bergen. Und dort konnten wir wohnen. Aber gleich nebenan gibt es eine gemütliche kleine Pension mit wirklich attraktiven Preisen und netten Zimmern. Vielleicht wollt ihr ja das nächste Mal mitkommen. Gute Idee. Da brauche ich aber erstmal neue Wanderschuhe. Meine sind schon ganz kaputt. Vielleicht bestelle ich mir welche im Internet. Da habe ich ganz günstige gesehen. Stell dir vor, ich hatte meine Wanderschuhe zu Hause liegen lassen und habe das erst bemerkt, als wir schon fast da waren. Zum Glück war in dem Ort ein Geschäft mit Sportsachen und ich konnte mir noch welche besorgen. Oh, du bist aber auch vergesslich. Und wie war das Wetter? Da hatten wir auch Glück. Die Wettervorhersage war ja eher nicht so toll. Für Samstag war Regen angesagt und es sollte ja auch kühl sein. Aber dann war alles ganz anders und die Regenjacken mussten wir kein einziges Mal auspacken. Ihr wart das ganze Wochenende dort. Wie viele Kilometer seid ihr denn insgesamt marschiert? Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall mehr als geplant. Echt? Wieso denn das? Naja, wir haben am Sonntagvormittag irgendwo den falschen Weg genommen. Das ist mir eigentlich noch nie passiert. Aber erst nach einer Zeit ist uns klar geworden, dass das nicht stimmen kann. Mein Handy hatte auch keinen Empfang. Zum Glück kam uns irgendwann eine Gruppe von Wanderern entgegen. Und die haben uns dann den Weg gezeigt. Na, das klingt ja alles aufregend. Da fährst du doch bestimmt nächstes Wochenende gleich wieder zum Wandern, oder? Naja, erst in 3 Wochen wieder. Da kommt dann auch meine Cousine mit. Die ist genau wie ihr Mann ein echter Bergprofi. Und sie hat schon alles geplant. Da kann nichts schief gehen. Vielleicht kommt auch meine Nachbarin mit. Sie liebt die Berge. Sagt doch einfach Bescheid, wenn ihr auch kommen wollt. Nächstes Wochenende entspanne ich mich erstmal auf dem Sofa. Jedes Wochenende ist mir das zu anstrengend. Ah, da ist ja meine Haltestelle. Ich muss aussteigen. Ciao, Fabian. Bis bald, Elena. Ende von Hören, Teil 3.